und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dragonberry. Ja, also die Buffy findet das Paket schon toll. Falls jemand den Shop nicht kennt, ich bin auch nur durch Zufall drauf gestoßen, über Davanda, das sind so Verkäufershop-Seiten, keine Ahnung. Und da habe ich eben tolle Hängematten und Kuschelhüllen und so weiter gesehen und dachte ich mir, na, bestelle ich mal. Habe ich über Facebook, muss ich mal erzählen, während ich das erste auspacke. Da haben wir gleich einen Brief. Habe ich meine Wünsche geäußert, über Facebook habe ich bestellt. Dann kam die Meldung nach, ich glaube, 1,5 Wochen oder so, dass sie es weggeschickt hat. Und dann kam nichts mehr. Ganze 4 Wochen weder Paket, noch irgendeine Rückmeldung. War schon extrem gereizt, weil es sind ja doch insgesamt 105,50 €. Und aus Gnadenhof kann man sich die nicht halt so leicht aus dem Ärmel schütteln. Ihr wisst ja, wie viele Tiere ich habe. Du bist teuer. Schau nicht so. Auf jeden Fall kam dann endlich die Rückmeldung heute tatsächlich, gerade an dem Tag, wo das Paket ankam, dass sie im Krankenhaus war, wegen irgendwas mit der Gebärmutter, keine Ahnung, und dass das Paket eigentlich schon da sein sollte. Ja, genau am gleichen Tag ist gekommen. Dürf hat ein Fehler vom Versender, wie man sieht, offensichtlich DHL, sein. Entweder das Paket ist kaputt gegangen, weil müsste ich sie fragen, ob das vorher schon so war. Aber ich glaube, denen ist das kaputt gegangen, beziehungsweise konnten sie meinen Vornamen nicht entziffern. Also meinen bürgerlichen, ich heiße eigentlich nicht wirklich Lucia. Also gebe ich jetzt mal zu. Noch nicht. Ich möchte ihn ja ändern lassen, aber es, ja, das kostet leider. Und jetzt lese ich mal den Brief. Ja, also in dem Brief steht, in dem Zusammenhang erlaube ich mir, diese Probepackung als Geschenk zu überreichen. Diese Hundepralinen wurden von den kleinen Fellpopos so gern genascht, dass sie als Lieblingssnacks von euch dann getestet werden dürfen. Mit lieben Grüßen und so weiter und so fort. Also da sind Hundepralinen drinnen. Und wie ist das Glück? Ja. Ich habe heute wieder gearbeitet, heute ist Samstag. Oh, mein Knie. Und wer ist als erstes da? Die Ribi sitzt hinter mir. Ja. Ich sehe leider nichts mehr. Ja. Wir geben das auf. Hallo, Hilfe. Was haben wir denn da überhaupt? Shop Kellers Hunde und Pferde Backstube. Also bei einer Hunde- und Pferdebackstube werde ich wahrscheinlich keine Pferdesnacks dabei haben. Das sind ja tatsächlich vegane. Kartoffel-Schokotaler. Kartoffeln, Roggenmehl, Weizenmehl, Dinkelmehl, Babykorn, Mini-Mais, Kolben, Bierhefe, Rapsöl, Karob-Pulver. Kenne ich nicht. Vitamin A, B1, das, ja, das. Was ich durchlesen will. Eiweiß, Rohfett, Ballaststoffe. Wir verstehen schon beide hinter mir, aber ich kann. Nein, wie geht das auf? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das Patent nicht. Ich will es nicht kaputt machen. Aber ich fürchte, ich werde es kaputt machen müssen. Nein, es geht nicht. So, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ja, du kriegst das schon was. So,
sehen auf jeden Fall nett aus. Riebel magst du, musst aber herkommen. Dass du ein bisschen. Ja. Und, na, geh nur. Da, komm her. Na, komm her. Na, du bist nicht die Ribi. Hallo. Nein, geh weg. Ich wollte die Ribi. Ribi, komm her. Hm? Nein, ich habe gesagt, die Ribi. Ja, Ribi hat es genommen. Wobei, die Ribi ist ein Müllschlucker, die isst alles. Hoppala, meine Hose. Die Ribi isst alles. So, jetzt hat das auch geklärt. Ich werde auf jeden Fall viel bei dem Video schneiden. So, machen wir mit dem Spannenden etwas weiter. Das, was ich bestellt habe. Preise werde ich einblenden, weil daran kann ich mich jetzt nach 5 Wochen bestellen nicht mehr erinnern. Einmal Fancy Memphis Sputnik Kissen. Schokolade! Schokolade. Das ist nichts für dich. Oh, das greift sich schnell an. Da es bunt ist, sehe ich schon nichts. Da es bunt ist, schätze ich mal, dass es das für die Farbmäuschen sein wird. Ja, ja, haha. Beides für die Farbmäuse, super. Das sind Sputnik-Einlagen. Also du bist wirklich nervig, dann halt das wenigstens. So, sie haben dir gesagt, halten. Ja. Also Sputnik-Einlagen, die kommen dann in den Sputnik. Die kann man dann befestigen. Irgendwie, bestimmt. Ich muss nicht drauf kommen, wie. So. So. Also das ist dann im Sputnik drinnen, das ist außen. Und ja. Schauen wir mal, wenn ich dann einen Sputnik parat habe. Dass ich das herzeige. Wo legen wir die Sachen hin? Nein, Ribi, wenn du was willst, musst du vor die Kamera kommen. Schau. Ribi! Schau. Geh hin. Also, du bist nicht die Ribi. Das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Das ist auf jeden Fall. Der Stoff gefällt mir sehr gut, außer dass da ein Fussel drauf ist. Noch eine schöne Einlage. Das schaut sich die Ribi an, weil es nicht mehr hinter der Kamera liegt. Vor der Kamera, weil es hinter der Kamera liegt. So. So, ja, ich befürchte, da hat DHL ein bisschen geschlampt und alles zerrissen. Das ist wahrscheinlich der zweite Grund, wieso es so lange gedauert hat, da bin ich mir ziemlich sicher. Das Scary Movie! Ja, super! Rakuba. War mir nicht sicher, weil von der Größe her, glaube ich, passt es gar nicht zu den Farbmäusen. Würde es aber trotzdem gern für die Farbmäuse verwenden. Aber ich fürchte, es wird zu groß sein. Ja. Ja. Naja, vielleicht. Das hängt man da zweimal auf. Was ist denn das? Das ist also sowas neugierig. Überall die Nase reinstecken. So. Wird wahrscheinlich nicht, weil die Farbe. Könnte ich. Weiß ich noch nicht, wohin ich das gebe. Das ist auf jeden Fall uncool, finde ich. Mir gefällt das sehr gut. Das ist sehr schön. Und sehr schön groß. Ja, Ribi, magst du jetzt auch reinschauen? Bitte sehr. So. Noch einmal den Käferl. Schauen wir, dass es heile bleibt. Und schon passiert es, dass es nicht heile bleibt. Egal. Nein, Schokolade ist aber ganz bestimmt nichts für dich. Was haben wir da? Einmal Gletscher, einmal Memphis. Hängematte. Wieder für die Farbmäuse, wer hätte es gedacht? Schön bunt und in einer meiner Lieblingsfarben. Hoppala. Ah, da haben wir jetzt endlich ein Schild zum Herzen. So schaut das aus.
So sieht man die Tierchen. Ich glaube, das ist ein Meerschweinchen, ein Kaninchen. Eine Maus. Nein, eine Ratte. Das ist die Maus. Ein Hamster und noch ein Hamster. Keine Ahnung. Wurscht. So, auf jeden Fall gefällt mir der Stoff sehr gut. Ist sehr zu empfehlen. Die habe ich übrigens so machen lassen, die zwei Hänge, die Hängematte und die das da, wie auf dem Foto. Da habe ich keine speziellen Farbwünsche geäußert, weil für die Farbmäuse muss es ja nicht hundertprozentig so sein. So, das haben wir für die Ratten. Ist zwar ein bisschen bläulich, aber das lässt, ja, das, ich glaube, die Ratten stört es nicht und wir sehen darüber hinweg. Es ist grau auf einer Seite. Ja, das ist für die Ratten eine schöne flauschige Hängematte. Lacht mir da hinter mir, da ist noch ein Stück Keks. Bei mir betteln, aber überall alles liegen lassen. Ja, ja. Noch ein Marienkäferl. Also ich jetzt vielleicht vorher jetzt hängen soll. Einmal Jule-Hängematte. Ist alles so schön verpackt. Ich finde das toll. So. Ich kann mich leider überhaupt nicht erinnern, was ich bestellt habe. Also überhaupt gar nicht mehr. Aber rosa ist dann für die rosa Box. Ah, jetzt kann ich mich erinnern. Deswegen ist das blau, weil das blau ist. Ja, die Erinnerung. Ich habe dann eine rosa und eine blaue Box. Und das ist dann, ja, okay. Jetzt bin ich wieder. Ja, na, wie viele Stunden habe ich heute gearbeitet? Auf jeden Fall waren es zu viel. Und das Wetter ist auch nicht toll, es sind extrem viele krank, deswegen habe ich viele Dienste übernehmen müssen. Und also jetzt habe ich wieder nicht herzeigt. Ah, es ist so schön verpackt gewesen, da war eine Schleife. Und ich sehe schon wieder nichts. Was steht da? Zweimal Sputnik-Kissen Bibo. Also wenn es zwei Sputnik, dann ist es entweder gelb oder grau. Ich glaube, ich habe was Gelbes gesehen, ja. So, Sputnik-Einlage mit Flauschi, Wauschi. Und gelb. Alles in gelb, natürlich. Für die gelben Boxen. Gelbe Boxen sind Degus. So, noch einmal zweimal zum Wechseln, dass ich eins bei der Wäsche ist und eins in Verwendung. Handtücher wasche ich ja nur einmal im Monat und sonst wasche ich alles einmal die Woche. Zweimal Monster Sputnik. Monster ist für die Ratten. Das weiß ich jetzt wieder. Dann kann ich wieder erinnern. Die Erinnerungen kehren ja doch zurück. Das kann man wirklich so klein einpacken. Ich finde das echt toll. Ich hätte das nie so hinkriegen. Das ist so anstrengend verpackt. Mit so viel Liebe. Also jetzt muss ich sagen, dafür waren die 4 Wochen warten tatsächlich wert. Ich habe noch bei einem anderen Shop von der Wanda bestellt, muss ich jetzt auch sagen. Kurze Zeit später, aber das sind ein bisschen andere Sachen. Grau. Jetzt ergibt es Sinn, weil das ist tatsächlich grau. So, das gleiche haben wir noch einmal. Eben einmal zum Verwenden und einmal zum Wechseln. Die Hunde finden das ganz toll. Beide schnuppern dran. So, Achtung, nächstes kommt. So, das nimmt immer noch kein Ende. Oh, ein brauner Käfer. Ein brauner Käfer. Ich habe eine Käfer mehr und ein Schweinchen. Oh, wir haben schon Neujahr. Ich komme wirklich vor wie Neujahr. So. Zweimal Monster Hängematte und einmal Monster Würfel. Der Würfel, auf den bin ich gespannt. Auf den bin ich gespannt. Hängematte. So gut. Ich finde das toll, dass die Ringeln schon dabei sind. Und, okay. Das ist jetzt der Würfel. Ich nehme das kurz zur Seite. Da ist es jetzt der Würfel. Und da kann man dann unten Hängematten dran hängen. Mit so einer Verbindung. Toll, danke, dass ich das dazu gekriegt habe. Ich weiß nämlich, dass du das schaust.
Also, dass sie das schaut, weiß ich ganz genau. Finde ich echt schön. Da werden sich die Ratten sehr freuen. So. Oh, wir sind schon beim letzten. Dauert mir schon zu lang. So, aber jetzt darf ich halt nicht mehr so viel bestellen. Wobei er ja noch warten muss, die andere Bestellung von den Küchensachen. Ist vergleichbar, na, viel nicht, aber teurer. Aber halt andere. Zweimal Bibo Hängematte und zweimal Bibo Würfel. Was? Zweimal was? Einmal, Entschuldigung. Ich sage in Deutsch, weil ich nicht gut. So. Hängematte. Ich sehe wieder nichts. Und der nächste Kuschelwürfel. Mit drunter hängender Hängematte. Werden sich die Degus hoffentlich freuen. Da ist ein Volumenvlies drinnen im Dach. Na, ich glaube da auch. Da ist glaube ich auch, aber es ist ein, nein, das ist kein Volumenvlies, das ist irgendwas Härteres. Weil ich nähe ja selber auch ab und zu und da ist irgendein Schaumstoff oder so, wird wahrscheinlich drin sein. Ist auf jeden Fall stabil. Das heißt, wenn ich es hinstelle, hoppla, stoße ich die Kamera um, bleibt das so. Ja, Ribi, da passt du aber nicht rein, Schatz. Das ist... Nee, da passt du nicht rein. Durch den Eingang nicht, vielleicht dann drinnen schon, aber durch den Eingang passt du nicht. Vielleicht dein Kopf, gell, aber dann hast du Angst. So, werden wir mal alles hinstellen. Ja, jetzt habe ich den Blickwinkel ein bisschen geändert und irgendwie ließ sich das nicht mehr schön auflegen. Schaut aus wie ein Haufen voll, weiß ich nicht, kleiner. Ja, ein Stoffhaufen. Auf jeden Fall sind die Sachen echt toll. Den Shop, Farahs Nagershop, gebe ich euch in die Videobeschreibung. Wird wahrscheinlich der letzte sein unter der Musik. Ja, es gibt eine Videobeschreibung, da ist Facebook und Facebook-Gruppen und Facebook-Seiten. Nur Twitter funktioniert immer noch nicht. Und Musik, falls wen interessiert, woher ich meine Musik habe. Ja, da werde ich das dann ganz unten anreihen, ihren Shop. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche ihr alles Gute, gute Besserung. Dass sie jetzt wieder aus dem Spital draußen ist, ist schon einmal gut. Ja. Ich freue mich, dass die Sachen da sind. Und ja, tschüss bis Montag.